Flinte! Nein, 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 doch nicht so dicht. Kannst du von da nicht schießen außer Sicherheit? Na los. Und? Das sind jetzt ganz schön viele Sprengladungen. Aber wir gehen dann nochmal auf Nummer sicher. Ach, da ist nochmal sowas. Können wir einmal ganz rum? Veteranenstatus wieder erreicht. Oder er geht hier hin. Und dann kann er da auf die Leute schießen. Wenn wir außen rum gehen, geht das? Oder ist denn hier riesengroße Armee? Ihr Scharfschütze, ich steck ganz schön in der Klemme. Und wehe, ihr schwitzt nicht. Wir nehmen jetzt die Zielposition ein. Haltet sieht gut aus. Scharfschütze meldet starken Widerstand. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Da kann er nicht hinschießen, ne? Nee. Aber dann haben wir da schon mal was sicher. Ein wenig. Ich würde sagen, wir bauen nochmal einen Mörsertrupp, der da mal ein bisschen für Stimmung sorgen kann. Und der Scharfschütze kann er da ein bisschen hier in der Ecke oder so, da kann er sich da so ein paar rausfischen. Bleib zurück und sorg dafür, dass der Mörser nicht unter direkten Beschuss gerät. So. Dahin. Der Mörser. So, das haben wir eingenommen. Dann gehen wir hier weiter. Dann umzingeln wir die Deutschen. Die bösen Deutschen umzingeln wir. Kann er nicht eigentlich so hier durchgehen? Jetzt mal. Lass mich mal ausprobieren. Ist der Scharfschütze so unsichtbar, dass er einfach so an den vorbeigehen kann? Nee, doch nicht. Ja, das war jetzt nur mal ausprobieren. Jetzt brauchen wir einen neuen Scharfschützen. Dann kann er hier gleich auf das Haus gehen. Schießt denn der andere Mörser, weil er den hier sehen kann? So, nimm den Punkt nochmal eben ein. Ja, gut, wenn wir jetzt schnell abbauen und umstellen, kann das sein, dass er den nicht trifft. Dass wir so gehen dann. Der Scharfschütze kann sich ja hier hinstellen. Die werden mich nie zu Gesicht bekommen. So, und dann hier die vorderen. Die ihn nicht sehen. Bumm. Bumm. Mörser bereit. Ah, da hat der Mörser wieder. Jungs, ihr habt den Mann gehört. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Die Zielposition ist gesichert. Vielleicht sollten wir uns hier einen so ein Stück vorrücken. Und wieder auf das Haus, weil das ist schon ziemlich stark. Dann würde ich sagen, probieren wir es mal hier rüber. Also noch sieht's gut aus. Gut, jetzt hat der andere zugeschlagen. Umstellen. So, dann würde ich sagen, schießen wir gleich mal auf den gegnerischen Mörser, der hier steht.
Schaffen die das? Ah, da würde ich sagen, doch ein... Ja, das war schon wieder viel zu viel. An. Aber ich mache das dann immer so schnell, wenn ich alle auswähle, schnell alle mit. Rathaus, sollen wir das einnehmen oder zerstören? 'Sichern'. Wenn wir es zerstören? Es wird Zeit, einige Crowds umzulegen. Airborne Ranger zu Diensten. Nur, dass alle da was hinwerfen. Zerstören wir das damit, oder? Feindliche Einheit ausgeschaltet. Eagles zu Diensten! Sie benötigen 50. Gut, das heißt, wir müssen ein Momentchen warten. Gehen wir mal weiter hier hin. Der Scharfschütze kann weiter hier hingehen. Und schießt! So sichern wir hier ganz langsam und behutsam den Platz. Er wird mich nicht mal bemerken. Und sie hüpfen alle weg. Ich werde immer besser. Ranger, wäre bereit, Airborne Ranger. Ich würde sagen, wir schmeißen da einen hin. Aber dann könnte hier... So. Und er wirft... ich will das ja nicht zerstören. Ich glaube, das ist auch nicht der... Ja, und... Das MG... hält natürlich wieder alles aus. Zuhören, Leute. Wie viel... Ja, das hat noch genügend Leben. Also würde ich sagen, wenn wir wieder 50 Munition haben... Versuche zu schießen. Okay, ich gehe. Komme aus der Deckung. Lass wir hier... Oh mein Gott. Und schießen die? Nee, die merken gar nichts. Ich würde sagen... Ah ja, die der Mörser schlägt zu. Oh, jetzt sind da welche reingegangen. So, und dann... Ach, wir haben noch gar nicht genügend Munition. Feindliche Einheit ausgeschaltet. So, der Scharfschütze ist wieder... In Bewegung. Ogiman in Bewegung. Können wir eigentlich Panzer bauen? Nee, ne? Schade, schade, schade. Airborne Ranger, ich würde noch... Ich möchte noch einen Scharfschützen gerne haben. Da das MG hier ausschalten. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Und dann hier. Da ist noch ein Scharfschütze. Da sind zwei Scharfschützen. Ich würde sagen, der Scharfschütze bewegt sich hierhin. Der macht sich schon mal bis hierhin auf den Weg. Der Mörser kann sich mal nach hierhin umpositionieren. Und dann haben wir jetzt wieder genügend Munition, um hier eine kleine Sprengladung hinzupflanzen. Und dann von hier... So schnell darüber. Immer noch nicht ausgeschaltet. Ausgeschalten. Oh. Ja gut, da hat der Scharfschütze doch zugeschlagen. Ich meine, wir haben so viele Punkte. Wir können ja auf jeden Fall noch nachholen. Schieß, schieß, schieß.
wittert er.